Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten zur rechten Navo. Hi. Vor mir Wanda. Hallo. Und zu meiner linken Enno. Hallo. Und falls ihr euch fragt, wo Enno ist, er ist genauso unsichtbar wie ich. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Also, wenn das nicht sieht, dann ist aber. Ja, ist alles gut. So, Chefin, du hast das Kommando, sag an, wo es lang geht. Ja, hier vor uns in der Mine, da haben wir einen Bargeldkonvoi, den wir ausschalten wollen. Und wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass El Boquita da ist, den wir auch gleich mit ausschalten. Also rechts ist direkt ein Fass. Du meinst das Silo? Ja, das ist ein Fass. Ein Fass. Ein großes Fass. Wann war? Auf dem Fass ist kein Feind. Da könnte unser Sniper rauf. Ne, Reaper? Auf dem Fass. Sehr gut. Da ist auch nichts los. Danke. Einen guten Einstieg. Hier im Moment auch noch keine Tangos. Ja, das ist beruhigend ruhig. Scheinen alles eigentlich eher normale Bergarbeiter zu sein. Die Drohne ist unterwegs. Na, ja, das sind vielleicht irgendwie auch Geheimagenten. Wie diese Ukrainer dahin. Weil, das soll hier in der Mine sein, also. Das sind Bergarbeiter, aber. Vielleicht in der Mine? Erstmal die Gebäude abchecken. Weil ich sehe von hier draußen halt einfach gar nichts. Ich sehe keinen Feind. Ich sehe zwar Leute, die bewaffnet sind, aber das sind Zivilisten. Das hört sich nicht gut an. Sollten wir die Zivilisten dann nicht lieber ausschalten? Vorsichtshalber. Ich kann ihn leider nicht markieren, der da vor mir ist. Waren wir negativ. Wenn wir jetzt wirklich Zivilisten hier haben und die töten, riskieren wir den Einsatz. Ich würde gerade sagen, Zivilisten werden nicht getötet, egal ob sie Waffen haben oder nicht. Ach. Wir kämpfen hier nicht gegen irgendwelche komischen Taliban oder IS oder sonstigen Spastis. Wir kämpfen hier gegen Vollidioten. Gegen Drogenjunkies. Okay, also Enno und Wanwa, ihr könnt vorrücken. Ja. Einmal den Berg runter und dann die Treppen hoch bei dem Gebäude, wo der Heli draufsteht. Standen. Es sind keine Feinde in der Nähe, also ihr könnt euch schon schnell fortbewegen. Wir haben einen Informanten, der da steht. Ich wollte gerade sagen, auf der Höhe, eine Etage tiefer als der Heli, befindet sich auf der rechten Seite über so einem Geländer ein Typ mit Waffe auf dem Rücken. Okay, warte, Enno? Ja. Plus hinter dir am Gebäude. Da ist ein Typ an der Reling. Da ist der Informant. Ja, ich hab ihn. Okay. Ich hab ihn jetzt verloren, Enno. Aber Treppe hoch und dann geradeaus durchs Gebäude. Hinter dir, hinter dir. Das Gebäude. Baumann sagt, du hast etwas für mich. Diesmal kostet es euch das Doppelte. Klär das mit ihr. Sag mir, was du weißt, dann setze ich mich für dich ein. Okay, es ist so. El Boquita hat Ärger. Und er muss den Bossen in Mexiko einen verdammt großen Haufen Geld schicken. Also fährt heute Abend ein großer Konvoi ab. Wie groß? Einige gepanzerte Trucks für die Kohle, halbes Dutzend gepanzerte Autos, vielleicht sogar noch Helikopter. Krasser Scheiß. Wo ist der Konvoi? Kein Plan. El Boquita hat Schiss ohne Ende. Nur er und die Fahrer kennen den Weg. Reicht mir nicht. Ich brauche einen Standort. Wie wäre das? Ich weiß, wo El Boquita ist. Er ist hier in Kuani, damit der Konvoi auch sicher durchkommt. Folgt ihm, dann führt er euch direkt zum Geld. Gut, wir müssen wieder in die Nähe vom Salzsee. Kein Schuss, bis sollen wir den Heli nehmen oder lieber fahren? Ich glaube, Heli wäre am schnellsten, oder? Ja, dass das schneller ist, ne? Könnt ihr mich hier oben einsammeln? Ist unser Kein Problem, genug? Ich hole euch ab. Ach, ihr wollt den Heli vom Dach nehmen? Ja. Ja, muss ich wieder hoch. Warte, landest du oben auf dem Silo? Nee, ne? Oder meinst du, es kostet einen? Ist das Silo oben soweit frei? Relativ, ich stehe drauf, aber hier ist noch so ein Pinökel in der Mitte. Du musst also versuchen, seitlich irgendwie runterzugehen. Ich versuch's. Das wird eng. Ach, das ist gar kein Problem für Enno. Nein, Wilbert muss kurz weg und wir werden irgendwo entdeckt. Was?
nicht in dem Heckrotor laufen. Das ist gerade etwas problematisch. Bück dich. Was? So, abgehört. Wir fliegen nach Westen. Ich gehe da gar nicht drauf ein, wann war. Mensch? Bisschen südwestlich. Das sind geheime Informationen. Mhm. Zwischen den Zeilen. Rakete im Anflug! Oh, oh. Nope. Negativ. Weiß ich, der Heli im Anflug? Oh, oh, Rakete. Rakete. Achtung. Fuck! Haha, wie ich gut im Aussteigen. Ja. Ja. Dampf doch. Das war nicht so subtil. Zero entdeckt, jawohl! 100 Kilometer vom Ziel entfernt vor allem. What the? Also Explosion sieht hier in dem Land ja was Normales. Sind wir nicht direkt beim Ziel gewesen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, ich hatte keine Karte auf. Wir waren sehr nah dran. Vielleicht war Fliegen nicht die beste Wahl. Stimmt, wir waren sehr nah dran. Wir waren eigentlich schon fast auf dem Ziel. Ach, guck okay, mal. Okay, da unten ist es ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay. Wo besetzt? Ja, wir dürfen nicht entdeckt werden. Oh Gott, schon wieder sowas. Und Achtung, da sind auch welche auf dem Weg. Ich werde die versuchen zu markieren, so gut es geht. Und sonst zur Not die eins weg, weil die sieht ja jeder. Negativ. Oder ist im Turm oben noch einer? Oben im Turm sitzt einer, ja. Yep, ja. Also die eins kann ausgeschaltet werden, der steht da ganz allein. Der Tango ist hin. Wagen mit zwei ist auch allein. Und ja, guckt nicht zu uns. Oh Gott. Okay, das war ein Kopf vorbei. Okay. Der ist down. Ich glaube, langsam muss die Altersrente ran. Ja, oder eine Brille. Hey, das ist normalerweise mein Visier hier. Meine Maske macht die Autozielerfassung. Da kann ich auch nichts für, wenn die ein bisschen daneben hängt. Dann justier mal ein bisschen nach. Ja, mach ich ja schon die ganze Zeit, aber irgendwie spinnt das Ding rum. Das ist wie mit dem Autopiloten. Enno schaltet ihn auch immer aus, damit er selbst fliegen lernen kann. Ja, da muss ich ja mal schaffen. Nichts gegen machen. Diese Maske ist mit meiner Waffe verbunden und meine Waffe mit der Maske. Und ohne diese eine funktioniert das andere nicht. Deswegen habe ich so einen schicken Hut auf. So, Reaper kann in den Turm gehen. Ich bin auf dem Weg dahin. Und Enno und Wanda, ihr könnt Richtung 1 marschieren. Feindlicher Heli, Onidat Heli. Verstanden. Eins ist aber nicht alleine. Ich befinde mich etwa auf Höhe des Zaunes bei 1. Ja. Beziehungsweise bei den Schuppen. Ich rück mal ein Stückchen weiter vor, versuche aber von Busch zu Busch zu gehen, der Heli nervt. Ich bin auch wieder parallel zu Ende. Svenja, ich habe euch gerade nicht im Blick. Ja, wir sind hier direkt bei der 1. Ja. Achtung, ich glaube, da war noch einer bei der 1. Ich kann gerade keinen sehen, aber wir haben auch einiges an Lächen hier an den Gebäuden. So, ich hocke in meinen Turm und guck zur Welt raus. Warte mal, ich gehe auf die andere Seite lang, vielleicht habe ich dort mehr Glück. Ja, ich gehe mal hier gerade den Felsen hoch, um dir direkt ins Ding reinzugucken. Also die 1 und die 4 stehen quasi mit dem Rücken zu euch und gucken aus dem Häuschen raus. Werde die bei, wenn ich jetzt aus der Deckung gehe, werde ich vielleicht entdeckt durch die 2. Das wird nichts. Die 4 sehe ich hier nicht. Ich sehe die 4. Wenn ich meine Position leicht verändere, könnte ich die ausschalten. Ach, siehst du 1? Ich kann mir die 6 zu 1 verschaffen. Ja, das ist eine gute Idee, wenn ihr das macht. Wann dann könnt ihr ungefähr auf synchron meine schießen. Höhe. Komm auf meine Höhe hier hinten bei den Müllcontainern und ich gehe etwas weiter für die 1. Okay, Moment. Müllcontainer, ja. Also ich sehe jetzt die 4. Oh, wenn die 1 sich nicht bewegt, habe ich ihn die ganze Zeit im Blick. Das ist gut. So, ich habe jetzt die 4 im Blick.
Okay, dann machen wir Synchronschießen. Mhm. Ja, Overwatch gibt Countdown. 3, 2, 1, Schuss. Er ist tot. Sehr gut. Könnt ihr die 2 und die 3 auch ins Ziel nehmen? Ich hab die 2. Ja, hab ich. Ich hab die 3. Okay, dann übernehmt ihr die 3 auch. Okay, dann 3, 2, 1, Schuss. Naja, der war aber früh. Ja, der war verfrüht. Ich habe auf 1 geschossen, kann ich auch nichts für. Ja, ja, du weißt doch, dass danach immer noch Schussbefehl kommt. Ja, gut. Geh hinter dem Ziegelgebäude. Ja. Sehe noch kein Tango. Das ist verdächtig ruhig hier, also. Oh, guck mal, hier ist ein Waffenteil. Wartet. Habe ich auch vor mir noch ein weiteres Tango. Nett. Bowman, wir haben El Bukita. Oh Gott, sieht der aus. Der hat ein pinkes T-Shirt an, bei der 1. Wenn er anruft und über das Geld oder die Konvoiroute redet, was willst du jetzt gegen pinke T-Shirts sagen? Nix, aber wenn man einen weißen Cowboy hat. Er steigt in ein Fahrzeug ein, fährt weg. Ja, er haut ab. Müssen wir ihn verfolgen? Ja. Okay, Enno, hier ist eine Limousine direkt im Geländer. Ich bin auf dem Weg. Wo wir die Synchronschüsse gemacht haben. Ja, ich muss euch beeilen. Ich hab den Typen aus Augen verloren. Nee, er fährt noch da. Mit seinem Sportwagen. Erstmal folgt er noch der Straße. Wo lag's? Links. Er folgt weiter in der Straße. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Aber halt erstmal Abstand. Wir müssen ja dann noch nicht ausschalten. Wir müssen ihn erstmal sehen, ne? Ist das immer weiter der Straße nach. Vollgas die Straße entlang. Ist das der weiße Geländewagen? Nee, nein, Sportwagen. Noch weiter. Sportwagen. Was? Angeblich zu weit weg. Okay. Muss ich nicht verstehen, weil mit der Drohne habe ich ihn eigentlich die ganze Zeit verfolgen können, aber okay. Vielleicht waren wir alle, hätten wir alle den verfolgen müssen. Nee. Nein, im Normalfall reicht einer. Okay. Oder bei Ubisoft sag ich da nix. Okay, wir positionieren uns einfach neben dem Lager mit dem Auto. Okay. Ich würde dann schon mal ein Auto anfordern, wieder ein Pickup. Ja, machen wir. Ja, sonst die Limousine, die dabei passt ja auch, ne? Ach nee, wir müssen gar nicht die Leute erledigen, oder? Nee. Es war ja nur wichtig, dass man nah genug rankommt. Ich hab ihn Ach, hör auf, weit in der Ferne. Ja, nee, ist klar. Ich seh's schon. Dann nehmen wir uns die Basis. Das war ein Auto, oder? Mhm. Das geht schneller. Aber wir dürfen nicht entdeckt werden. Ja, wir wissen ja jetzt das Vorgehen, ne? Ja. Nähern uns dem Zielbereich. El Bukita rechnet mit Ärger, also lasst es uns still und leise angehen. Die Drohne ist unterwegs. Da ist wieder eine Person, die alleine läuft. Beim Eingang des Lagers. Ja, genau. Ja, ausschalten. Wagen mit montierter Waffe. Ist ausgeschalten. Im Turm ist niemand. Jetzt ist da hinten einer. Okay. Sehe noch ein Ziel. Jetzt sind's drei. Gucken. Endo, du bist das neben mir, ne? Ja. Genau. Ich bin hier unten bei dem Wellblech-Gedingen. Einer fehlt doch noch da. Okay, ich hab die 4 markiert. Aber es sind also wahrscheinlich alle 4 im Gelände, ne? Ja. So. Welches Auto wolltet ihr denn nehmen? Die weiße Limousine, die da ist. Direkt hier auf dem Gelände direkt, ne? Genau. Okay. Schafft ihr es 1, 3 und 4? Wobei, sie ist im Schuppen verschwunden, 3 und 4 verlassen das Gelände. Ich kann mir den Winkel so machen, dass ich vielleicht in die 1 gucken kann. Moment. All 3 dreht um. Die geht auch zur 1. Und die 4 jetzt auch. Was haben die denn? Können die sich nicht entscheiden? Ah, da ist das Frühstück aufgetischt. Oh. Oh Mann. Also ich habe jetzt Blick auf die 1. Ja, warte noch, bis sie sich entschieden haben, was sie machen wollen. Ich habe die 3 im Blick. Die 4 ist für Reaper wahrscheinlich nicht zu sehen gerade. Im Moment ist gar keiner für mich zu sehen. Ja, dann beweg dich mal zu Enno und Vanwa damit. Könntest du noch mal hochkommen? Eventuell könnten wir 2 und 3. Wobei. 1 und 4 könnt ihr als erstes ausschalten. Also ich habe wobei die 3 geht halt schon wieder in die Richtung. Also ich sehe 1 und 4. Ich auch. Also ich hätte die 3 und die 2 im Visier. Okay, Reaper, du nimmst die 3
Und Enno und Wanwa, ihr nehmt 1 und 4. Okay, habe dann habe ich 1. Habe 4. Okay. Wir warten noch, bis die 3 sich ein Stück bewegt. Aufschuss. Schneller bitte, sonst erkennst du mich. 3, 2, 1, Schuss. Ich musste schießen. Tango getroffen. Ja. Jetzt die 2 ausschalten. Okay. Und auf zur Limousine. Alle. Yep. Nö, welche? Hier stehen 2. Hä? Nein. Hier steht eine. Da steht nur eine. Direkt da hier vorne oben. Am Eingang steht noch eine. Anschneiden, Leute. Ja, die nicht. Aber. Welch? Ach, das ist das Radio, was direkt neben uns ist. Ich dachte, warum geht's nicht aus? So. Frechheit. Meinen Platz nehmen, ja, ja. Ja, sorry, es ist schon skurril genug, dass neben am Fahrerplatz einer sitzt, der nicht da ist. Mhm. Bowman, wir haben El Bokita im Blick und folgen ihm zum Geld. Okay, du kannst schon mal bis vorne zur Ausfahrt, bis zu der anderen Limousine kommen. Mhm. Können Sie ihm dabei zuhören? Dann wartest du. Er steigt jetzt ein in sein Auto. Fährt los, jetzt nach links. Und ihm nach. Ich sehe, ach, da vorne ist der Wagen. Ah, ja. Ja, ist ein Sportwagen. Ja, ja, ja. Zurück an die Arbeit. Ich weiß, dass du mir bloß schmeißen willst, aber es tut gut. Egal. Wo war denn nochmal die Taste der Lichtschalter hier bei dem Auto? Kommst du nach Hause? Der, wo die Konfetti drauf drin. Kann gar nicht so viel aufs Gas gehen. Ja. Ich glaube, der Lichtschalter funktioniert nicht so gut. Ich will ein kleines braunes, sehr süßes oder ganz hell. Nina, du kannst alles haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Papa liebt dich sehr. Adios. Adios. Adios, Micha. Ich höre einen Helikopter. Ja. Müssen wir uns keine Sorgen links machen, es sei denn, das Ding ist grün. Das lag PDA lila. Ja. Aber er dreht ab. Einfach weiter der Straße nach. Ja, denn jetzt hin? Jetzt da rechts abgebogen? Nein. Okay. Achtung, da sind Feinde. Bowman, wir haben den Konvoi. Mindestens 3 schwere Fahrzeuge, ein Heli. Unser Ziel ist auch. Was ist unser Ziel? Feinde. Wir haben Feinde hier überall. Bewegt sich das Fahrzeug noch? Nein, aber wir haben ein anderes Problem. Hinter uns kommt der Konvoi, den wir auch zerstören sollen. Okay, Moment. Und wir sollen ihn töten. Okay, dann stehe ich hier in so einer Seitenstraße. Ich brauche nur Weisung, ich weiß jetzt nicht, was der beste Weg ist. Am besten wir teilen uns auf. Wann war dann den Konvoi hinterher? Okay, wo ist der? Geradeaus links. Okay, das macht ihr. Geradeaus links. Ich kümmere uns um das Töten. Ja. Ach, rechts. Ist das der Konvoi mit dem Helikopter? Genau. Okay, dann sehe ich, ja, wo ich hin muss. Okay, danke. Dann muss ich Overwatch weist mich ein, ich gehe in den Nahkampf. Da muss ich nur kurz auf die Sniper wechseln. Okay, warte. Loadout. Ende der Straße, Reaper. Jetzt rechts. Aber ja, rechts sind zu viele Feinde. Dann suchen wir einen Rucksack. Der Heli ist erledigt. Okay, danke. Ein Drecksack weniger. Okay, Reaper. Okay, bis das zum Auto Fahrzeug ist auch gehen, schon kaputt. Der LKW ist explodiert. Mist! Ich sorge für Abstand. Besser ist das. Oh! Wow! Das sind 3. Das hat uns. Uns hat uns eine Explosion umgeworfen. Eieiei. Geht's allen gut? Ich glaube, Enno hat's erwischt. Anna. Ja. Erwischt. Nicht hier unter. Ist tot. Wiederhole. El Bokita ist tot. Ich kann Enno da mit dem Auto herziehen. Hier ist Nomad. Ach, danke. Haben wir ja alles. Oh, hat uns die Explosion von dem PKW umgeschmissen. Eieiei. Wow, wir werden noch beschossen. Ja, dem habe ich. Im Nein, noch nicht. Hinter dir. Irgendwo im Gebüsch. Ich muss mich hier. Hab ihn. Komm zum Auto. Und mitten in der Wildnis. Aber der Wagen dahin scheint noch zu funktionieren. Zum Glück. Achtung, muss fahren. Dank uns ist das Schmuggelgeschäft der Beauty Queen so im Arsch, dass sie so gut wie tot ist.
Svenio hat ein Team auf Nieder. Dann leit mir mal am besten die Weg zu den beiden. Wissen wir, wo die Beauty Queen ist? Wir kommen zu euch. Moin. Und dann genau da, wo wir sie haben wollen. Holen Sie die beiden raus, alles, was ja. Okay. Sind unterwegs. Wir haben wahrscheinlich jetzt ein neues Objekt, oder? Ah, ich sehe es. Weißer, ja. Weißer Geländewagen? Ja. Okay. Halt. Achso. Ich denke, wir steigen bei euch ein, oder? Da ist ein Geschütz drauf. Ja, ist vielleicht besser, ne? Jo. Gut. Okay, da brauche ich den Weg. Moment, ich muss gucken. Wo ist die denn? Ich kann auch mal auf dem PD... Ey, oh Gott, das ist weit weg. Oha. Wo genau? In Barvechos, oder? Ja. Nee, Barvechos ist... Doch, das ist richtig. Ja, doch, das ja. ist das. Mhm. In der Villa waren wir, glaube ich, auch schon mal, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das waren wir auch. War das nicht diese Porno-Villa oder was? Eine von mehreren, ja. Da sollten wir besten mit einem Heli drin was in der Sachen füllen. Genau, ja. In der Ortschaft sehe ich eine laut einige laut PDA oder es soll man rein bordern. Die nordöstlich von uns. Wir können uns welche holen. Okay. Jetzt Sakani oder was? Mhm. Ja, nach links? Von da aus doch dann rüber. Genau, laut PDA sind da drei Stück. Drei Stück? Uiuiui. Mhm. Ich glaube, wir nehmen den da vorne, der am weitesten weg ist, oder? Der Straße. Genau, Folgen jetzt. Und hinter dem Gebäude. Ich vermute. Ah ne, hier habt ihr die Gegner ja ausgeschalten. Ein paar, ja. Wir können aussteigen. Besser ist das. Wo steht er jetzt? Ach da. Nachbarhaus. Ach, hier. Auch schon, ne? Das ist aber ein schöner. Mit Raketenwerfern. Na, sag mal. Na, komm. Seid nett zueinander. Verdammt. Nicht die Sachen wie in der Schule. Und hinter der Militärschule. Südosten. Südosten. Oh, ist das romantisch. Hier auf das Meer vielleicht gucken gemeinsam. Ich seh's doch, komm. Stimmt. Das wird das Ganze noch romantischer machen. Gut, dass ihr es sagt. Naja. Weeper und ich, wir können ja gut springen, ne? Stromkabel! Ja, bei geringer Flughöhe ist es nicht gut. Ja, bei der Flughöhe, da breche ich mir höchstens den Knöchel, das war's dann auch. Schon wieder? Ja, ja. Bei mir bricht dann der Fingernagel ab. Ja, bei dir, du hast ja auch so einen Karabinerhaken von Frau. Karabinerhaken. was macht der mit meinen Händen? Was? Ich glaube, meine Hände. Bitte? Bisschen weiter südlicher. Ja, nicht ganz so doll. So ist gut. Hinter dem Berg müsste es sein. Moment, war das die Villa, wo man mit dem Auto in die Villa reinfahren konnte? Ich bin mir gerade unsicher. Wir hatten schon so einige. Ja, das war die. Ja, das war die. Okay, von wo gehen wir dann am besten ran? Ich glaube hier so zwischen der Basis, hier so in der Kurve von oder so. Ja. Oder wir setzen uns auf dem Glockenturm ab. Negativ, das Gelände dürfte voller Gegner sein. Soll ich Luftunterstützung geben oder... Negativ, es sind viele Gegner hier und ich denke mal, wenn wir auffliegen, ist dann alles vorbei hier. Was ist denn der Auftrag hier? Sollen wir sie nur töten oder verhören oder? Unser Auftrag ist. Moment, wir sollen sie finden. Wir sollen sie und ihre Tochter in Sicherheit bringen. Ah ja. Scheiße, Svenios Leute greifen schon die Hacienda an. Los, Wagen von Nordöstlich. Feindliche Fahrzeuge nähern sich über die Bahn hier. So viel zu ruhig. Das ist ein Killerkommando von El Svenio. Hat, glaube ich, den Schützen ab im Vordergrund geschalten. Achtung auf dem Dach. Himmel! Ich
höre doch einen Helikopter hier. Ja, ja, links von uns. Und Alarm. Na wunderbar. Ich stehe unter Beschuss vom Heli. Enno, wo liegst du? Heli down. Wo lag Enno? Scheiße. Der kann ja jetzt überall gelegen haben. Verdammt. Shit. Mann, wo bist du? Ich bin beim unserem Heli. Die liegen hier vorne am Stein beide. Aber ich kann Stein? Dir keine Feuerdeckung geben. Ah, da wo Weepers sehe ich. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir doch den Helikopter als Luftunterstützung nehmen. Ja, ich denke auch. Schaffst du es, ihn aufzuheben? Oh, ja, ich. Danke. Ich gehe zurück zum Heli. Ich habe das alles mitgehört. Aua. Wir müssen nur markieren, wo wir Gegner haben und wo Unterstützung bzw. Leute vor uns sind. Wo es Wanwa liegt oben auf dem Stein. Ich kann leider gerade nichts machen, ich stehe unter Beschuss. Wenn ich ihm in der Luft bin, kann ich Feuer drücken. Danke! Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Oh, Vorsicht! Ziel eliminiert. Okay, Hagel mal, wenn du in der Luft bist, hagel mal vorne den Eingang runter. Ja, ich wollte auch über diesen Westeingang reingehen. Vorsicht, da kommt noch Baum. Aber wenn möglich, bitte nicht das Gebäude treffen. Ich stehe unter ziemlichem Beschuss, der Motor ist schon arg ramponiert. Lieber früher landen oder früh abspringen. Nicht, dass du da Scheiße. In die Luft gesprengt hast. Ich muss runter, der Motor war schon schwarz, das wird nichts. Aber wenigstens konnte ich ein paar Fahrzeuge ausschalten. Wann war es unten auf dem... Shit. Okay, Wann war es unten auf dem Weg? Ich komme gerade nicht zu ihm hin. Ich kümmere mich erstmal um Reaper. Spitze, rechte Tasche. Danke. Ich versuche zu Wanwa zu kommen. Oh shit. Alles in Ordnung? Ich vermute, sie liegt irgendwo. Ah, komm her. Hab ich. Auf dem Poplar ist auch noch einer. Ich frage mich nur gerade, wo sie liegt. Ich sehe sie nicht. Ah, ich muss in Deckung. Du sie rechts von mir. Ich glaube, ich sehe sie. Ja, hier ist irgendjemand. Hast du irgendwas dabei? Ja, da. Dankeschön. Da ist noch irgendwo einer. Ich gehe aber in Deckung. Das war noch. Den jetzt. Aber man muss hier irgendwo sein. Ich bin halt auf Thermalsicht. Ich sehe halt nur irgendwas. Ich höre ihn rechts von mir. Ich sehe ihn, er liegt hier vorne. Aua. Da, wo die Schüsse herkommen. Im Gebäude schon? Nee, hier. Ich muss kurz mit der Drohne einen ausschalten, damit da ein Sperrfeuer gibt. Danke. Wir sind unten auf dem Parkplatz, Enno. Ja, da bin ich auch gleich. Okay, ich deck den mal gerade hier ein. Aber ihr solltet aufpassen, hier war gerade noch einer auf dem Parkplatz selbst. Drohne fliegt. Okay, wir sind jetzt im Haus. Ja, bin bei euch. So, Navo sollte jetzt wieder die Führung übernehmen. Ach Mist, ich schalte auf Nachtsicht. Mich auch. Ja, mach ich auch. Haben wir irgendwo Munition? Ja, im Haus direkt links neben dem Eingang. Also neben dem Westeingang. Ah, da sehe ich schon. Danke. Okay, aufmunitionieren erst alle. Ich muss... Ah, haben wir sie. So, erstmal das Spritzchen wieder in die rechte Tasche. So. Okay. Ach, das ist schon eine schöne Eingangshalle. Wir gehen geschlossen vor am besten. Ich denke mal, dass sie oben irgendwo sein wird. Sollen wir hochfahren? Hochfahren? Ja. Das Haus war nicht so. Du bist ja nicht hier beim Auto rein, hallo? Das hat beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Es ist so verdächtig ruhig hier. Ja, Overwatch, wir sind hinter dir. Sehr gut. Zumindest zwei von uns, ach nicht alle. Mhm. Am besten gehen Enno und dann Wanwa voraus. Aber wir sind unterwegs. Ich höre einen Helikopter. Heli aus Nordrichtung. Ausschalten?
Ja. Alles ausschalten, was hierher kommt. Oh, seht euch das, wir haben schön den Haupteingang verlegt. Die gehört jetzt sicher auch Santa Blanca. Warum kümmern wir uns? Ich sehe da Leute, wenn wir das Fenster oben rechts hochgucken, zwar nicht ja, sehen. Sind das wirklich Feinde, weil hier sind auch die Hausmädchen und so. Mineralien. Jetzt ist es weg. All das kommt irgendwie auf den Markt. Ich werd... Shit. Geht's noch gut? Ja, oh. Ja, alles gut. Hausmädchen. Waffe wechseln. Gucken. Nicht Zivilisten abschießen hier. Ich sehe in der Nacht, ich sehe ich das immer nicht. Erstmal du siehst doch, wer in Deckung geht und wer vor uns wegrennt. Und wer eine Waffe in der Hand hat. Das ja. Ist doch das Deutlichste. Ich sehe nur einen Kopf. Dann solltest du von jetzt an nicht mehr schießen. Wir haben ja schließlich ein Ziel, was wir einsammeln sollen. Ja. Und eine Tochter, die wir einsammeln sollen. Ja. Irgendwie scheinen sie nicht hier zu sein. Gibt's noch eine Etage höher? Es gab hier doch ein hier Schlafzimmer, da sind die bestimmt. Hier ist noch eine Treppe hoch. Aber wo ist die Treppe hoch? Im Blick. Wir brauchen beide lebend. Ich glaube jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wo die sein sollen. Ja. Wo ist die Treppe hoch, Ripper? Ah, ich hab sie. Ich dachte, wir wollten zusammenbleiben. Wo bist du? Da ist so ein Fahrstuhl-ähnliches Ding gewesen. Wo? Ich komm nochmal kurz zurück. Wir können das auch draußen nicht sonst hochgehen. Hier, bei Enno. Hm? Ach ja. Stimmt. Hier geht die Treppe hoch. Wann war? Ja. Hier rein und dann rechts. Was ist mit Overwatch? Die ist auch da. Fahrstuhl-ähnlich, okay. Ja, ich konnte es in der Nacht sich nicht, in der Thermalsicht nicht genau sehen. Escóndete, Valeria! Komm keinen Schritt mehr! Cuídenla! Pack die Waffen weg, hier ist ein Kind anwesend. Ja. Valeria, steig in den Helikopter! Mama! No! Du willst mich töten, Pendejo? Hier bin ich. Aber keins von euch Arschlöcher vergreift sich an meiner Tochter! Wir tun das haben wir auch nicht vor. Irgendwo ist ein Heli. Wenn sie uns helfen, schützen wir sie. Schätz mal um auf Dach. Als ob ich euch vertraue. Sie haben keine Wahl. Wir wollen sie allein in der Wildnis überleben. Sie kennen Suenyu am besten. Er gibt erst Ruhe, wenn ihr Kopf vor ihm liegt. Wir sind ihre einzige Chance. Aber ich verrate El Suenyu nicht. Wir sollten so schnell wie möglich hier raus, oder? Da vorne ist der Helikopter. Wobei die Frau hat ein Kind. Wo seid ihr? Sind im Außenbereich. Ja. Neben euch ist die Tür. Rechts. Hm. Oh. Ja, das verdammte Panzerglas. Okay. Kind kommt noch. Husch. Gibt der kleinen Mom ein paar Ohrstöpsel. Richtig, ist der Kleine jetzt schon eingestiegen? Nein, noch nicht. Die ist auf der linken Seite, steigt gleich ein. Ist drin. Jo. Ich glaube, ich kann nicht mit. Links. Haut ab. Links. Versuch links. Ist da nicht noch frei? Ja, hier ist noch ein Schütze, ja. Okay, danke. Süden. Und ab. Der Chef ist ein riesiger Hombre. Ein Monster-Truck. Wir sind ziemlich groß. Du machst El Jefe nicht. Ich mach ihn auch nicht. Mega, sei ruhig. Halt. Helikopter folgen uns. Du magst El Jefe nicht, weil er dir und deiner Mama wehtun wollte. Kann nicht Nein. So weit nach hinten. Ich mach ihn nicht, weil er Alles gut, Haare die sind noch weit weg. Keine Haare zu haben, Vielleicht schaffen wir es, bevor sie bei uns sind. Ist ja nicht seine Schuld. Sprich nicht. Wenn ich das richtig sehe, sind wir mit 4 Gatling-Kanonen ausgerüstet. Also. Ja? Ein bisschen weiter nach rechts. Stimmt, aber auch noch zwei vorne. Ihr Tippe nach der ersten Gelegenheit fertig. Nochmal, ich konnte gerade nicht so. Hinter der Stadt quasi. So ein bisschen rechts. Ihr Leben lief im Zeitraffer ab und das wissen sie. Suenyu wollte sie ja, töten lassen. Wir fliegen eigentlich drauf noch. Zu. Hier müsste ein Häuschen jetzt sein. Ja, sehe es unter uns. Ich gehe mit dem Landeanflug. Vorsicht. Ach, der Heli ist etwas schwerfälliger. Ja, viel zu groß das Ding. Ja. Nach die paar Meter müssen wir jetzt noch laufen. Das kriegen wir wohin? Ja. Wir haben es bisher geschafft. Guck mal, ich habe nicht mit der Nidia geflirtet. Wahrscheinlich liegt es daran, weil sie ein Kind ja auch hat, aber... Das ist ja auch nicht mehr interessant. Ja. Mhm. Was soll das denn heißen, als ob Frauen mit Kind nicht mehr interessant sein können? Du weißt nicht, wie man gerade denkt. Da muss man für Unterhalt sorgen. Mhm.
Wieso, der Vater von der Kleinen kann noch mal unterhalten. Du kannst von Glück sagen, dass ein Kind gerade anwesend ist. Wo ist denn das Kleine da? Ja, die Mutter hat sich aber auch schon gegenüber dem Kind verhalten. Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Das ist eine Kleine. Ich sage gar nichts. Gut, müssen Sie auch nicht. Aber hören Sie zu. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal eine hübsche Prinzessin mit dem Namen Nidia. Eines Tages traf die Prinzessin einen sehr mächtigen König namens El Sueño. Sie liebte El Sueño. Er war wie ein Vater, den sie nie hatte, und alles, was sie je wollte, war ihn stolz zu machen. Nidia hatte solche Angst, Sueño zu enttäuschen, dass sie für ihn ihre große Liebe opferte. Den Vater ihres Kindes. Alles dafür, nur dass Sueño sie liebte. Aber das war nicht genug. Es war nie genug. Sie wissen gar nichts. Eins weiß ich. Ich weiß, wenn ich das unterzeichne, werden Sie an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und Ihre Kleine sehen Sie nie wieder. Sie kommt in ein Waisenhaus und in 5 Jahren weiß sie nicht mal mehr, wer sie sind. Sie und ich, wir wissen beide, wie das läuft, Nidia. Wir beide kennen sowas. Den ganzen abgefuckten Scheiß, der in Pflegefamilien abgeht. Soll Valeria auch durchleben, was Sie durchlebt haben? Wer soll leiden? Valeria oder Sueño? Ich will ein S-Visum. Zeugenschutzprogramm für Sie und mich. Und ich verlange volle Immunität. Trato? Wenn Sie mir Sueño geben, gebe ich Ihnen ewiges Leben. Kleine ist so süß. Also, Nidia ist mit Sueño zusammen und hat ein Kind. Was ein Abturner. Alter, du hast keinen Sinn, ey. Das geht absolut gar nicht. Mit Sueño. Naja, aber ob wir es schaffen werden, unseren kleinen Sanitäter Wamba noch eines Besseren zu belehren und ob er es jemals schaffen wird, eine Frau fürs Leben zu finden, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin. Nachdem der Typ zu Ende geredet hat. Und wir lassen ihn noch eben aussprechen und dann bis dann. Tschüss. Sie haben keine Ahnung, was wirklich vorgeht. Ich kann Ihnen die Wahrheit über Sandoval sagen. Das reicht jetzt. Ich habe Beweise, eine Aufzeichnung, wie Ricky Sandoval seine größte Sünde gesteht. Sie werden sehen, dass Ihr ganzer Einsatz, der Grund für Ihre Anwesenheit, auf einer Lüge beruht. So sehr geht dir der Arsch auf Grundeis? Du tischt uns noch mehr Lügen auf? Ich bin vieles, aber kein Lügner. Hören Sie sich die Aufzeichnung an. Das ist kein Trick. Aber ich bezweifle, dass Sie noch Grund haben, gegen mich vorzugehen, wenn Sie hören, was Sandoval zu sagen hat. Tschüss.